3D-Objekte. Das kulturelle Erbe virtuell. Digitale 3D-Objekte finden sich inzwischen überall. Zum Beispiel in Games, Filmen und im Produktdesign. Auch für das Kulturerbe sind sie ein wichtiges Instrument zur Dokumentation, Visualisierung und Rekonstruktion. Was ist eigentlich ein 3D-Objekt? Es handelt sich um eine räumliche Darstellung von Körpern im digitalen Raum. Sie definieren sich durch Höhe, Breite und Tiefe und können von allen Seiten frei betrachtet werden. Von kleinen Skulpturen bis hin zu großen Gebäuden kann prinzipiell jedes physische Objekt als digitales 3D-Objekt visualisiert werden. Wie entsteht ein 3D-Objekt? Das physische Original wird direkt mit technischen Hilfsmitteln erfasst oder sie werden frei modelliert, beispielsweise aufgrund von historischen Quellen. Dann spricht man von Digital Born Objects. Die Erfassung erfolgt mit Hilfe von mobilen Kameras, wie in Handys und Drohnen, oder mit großen Scannern, CTs und MRTs. Es können auch mehrere Verfahren kombiniert werden. Bei der Modellierung wird ein Objekt mit spezieller 3D-Software von Grund auf neu im digitalen Raum erstellt. Erfassung und Modellierung können auch kombiniert werden. Dem fertigen Objekt kann man Materialeigenschaften zuweisen, es mit Licht in Szene setzen und animieren. Was sollte beachtet werden? Wofür man sich entscheidet, richtet sich nach der Art des Objekts, dem verfügbaren Budget und der späteren Verwendung. Ist das Objekt sehr groß oder sehr klein? Ist es mobil oder schwer zugänglich? Das Innere einer Mumie kann zum Beispiel zerstörungsfrei durch einen CT-Scan erfasst werden, während eine große archäologische Stätte per Fotogrammetrie und Drohnen erfasst werden kann. Ein Museumsobjekt wiederum wird beispielsweise per Laserscanner aufgenommen. Zentral ist auch, wofür das 3D-Modell erstellt werden soll. Ein digitales Objekt für eine Ausstellung erfordert andere Interaktionsmöglichkeiten als ein Modell für die Forschung. Eine Präsentation im Web hat andere Anforderungen als hochauflösende Daten für eine Langzeitarchivierung einer gefährdeten Kulturstätte. Für jeden Bereich gibt es unterschiedliche Dateiformate. Für jeden Anwendungsfall kann ein Modell überarbeitet und neu ausgespielt werden. Warum sind 3D-Objekte sinnvoll für die Wissenschaft? Anders als das Originalobjekt sind sie unabhängig von Ort und Zeit zugänglich. So können Forschende zum Beispiel von überall auf der Welt kollaborativ an einem Objekt arbeiten. In Museen werden archäologische Stätten und Objekte mit Virtual Reality für Besucher wieder zum Leben erweckt. Gefährdete oder bereits zerstörte Objekte und Stätten, wie zum Beispiel Palmyra in Syrien, können dokumentiert und digital rekonstruiert werden. Auch das Innenleben eines Objekts, das Zusammenspiel seiner Einzelteile oder die Veränderung über eine Zeitspanne können archiviert und dargestellt werden. 3D-Objekte bieten fast unendliche Möglichkeiten und die Anwendungsgebiete wachsen stetig. Die Wissenschaft kann von dieser Entwicklung ungemein profitieren. Insbesondere in der Forschung, Vermittlung und der Bewahrung des kulturellen Erbes.